gegen Brian Roloff vor dem Ravensburger Tor. War Dück nach gewonnenem Bulli. Bringt er den Puck aber nicht nach draußen. Probieren es alleine und machen es. Einzelaktion in Überzahl. Da hat es nicht lange gedauert, nur 11 Sekunden. Jetzt darf Mathieu Tusinger schon wieder zurück. Und ich glaube, das war die 21. Nein, die gibt's nicht bei Kaufbeuren. Muss ich ganz kurz nochmal gucken. Das war auf jeden Fall die kurze Ecke. Rückhand rein und durch bei Jonas Langmann. 1:0 für den ESV Kaufbeuren. Abschanski. Roloff. Sie laufen viel. Jetzt der Pass auf den Norman Harner. Und der macht's dann, weil Stefan Feiß sich zu weit nach rechts aus seiner Sicht orientiert hat. Ausgleich. Er fällt in der 33. Spielminute. Norman Harner bekommt den Pass von hinter dem Tor aus. Und dann machen sie den Ausgleich. Da war Feiß noch irritiert, hat sich nach hinten orientiert, hat gedacht, da kommt ein Bauerntrick zustande und dann kommt der Pass. Bisher noch keine Treffer auf beiden Seiten hier. Aber jetzt die Chance, das ist das Tor für den ESV Kaufbeuren. Das ist passiert, weil Norman Harner auf die Strafbank musste. 2:1 Führung für das Team von Andreas Brockmann. Und wieder war es hier eine Aufgabe für die Powerplay-Reihe. Brandon Grissel, Jeff Swess. Gegen die Ravensburg Stars auf eigenem Eis. Nochmal Langmann kann die Scheibe nicht kontrollieren. Das 3:1 für Kaufbeuren. Kurioses Tor. Langmann versucht die Scheibe noch irgendwie wegzuschlagen und dann geht die doch selbst ins Tor. 2 Tore Führung für den ESV Kaufbeuren. 7 Minuten vor Ende des dritten Drittels. Das rein theoretisch sowieso nicht mehr für 2 Treffer reicht. Rachunek nochmal gelegt worden und da ist der Entscheidung, das 1:4 aus Sicht der Ravensburg Tower Stars. Einzelaktion, einfach mal aufs Tor gezogen und da war wahrscheinlich auch die Konzentration bei Jonas Langmann nicht mehr allzu groß und 4:1 gehen die Jokers 15 Sekunden vor Ende der Partie, das kann man jetzt so sagen, in Führung. Und knabbern hier wertvolle Punkte den Ravensburg Tower Stars ab. Also Plumpquist hier mit der Entscheidung. 4:1 führt Kaufbeuren oder gewinnt Kaufbeuren. 10 Sekunden noch zu spielen. Es gibt die Pressekonferenz noch live bei Spray TV. Der kurze Hinweis, ca. 10 Minuten nach Beendigung des Spiels. Wahrscheinlich wird es noch 1/4 Stunde dauern heute. Und jetzt ist das Spiel beendet. Der 8. schließt auf den Tabellen-6. Nur noch 2 Punkte haben die Ravensburg Tower Stars. Abstand auf den ESV Kaufbeuren.